egal wie viele Eigenschaften man sich angeeignet hat, das heißt, man ähnelt immer mehr und mehr und mehr den Munafiqin. Aber wenn er glaubt, also wenn er den Grund von Iman hat, dann ist er ja noch Muslim. Und du sprichst ihn mit dem Namen des Islams an. Aber das ist sozusagen sowieso gefährlich oder den Munafiq sehr nah zu sein. Ja? Genauso wie das Äußerliche. Man sieht viele Muslime, die äußerlich sich den Kuffar ähneln. Mit ihren Frisuren, mit ihrer Art und Weise von Gehen, was sie für Kleidung tragen. Das ist alles Äußerliche, was Nachahmungen. Und trotzdem sagt man zu dem Muslim, dass das nicht dem Muslim erlaubt ist, so eine ähnlich dem Kuffar auszusehen und so weiter und so fort. Und da gibt es den islamischen Aussehen. Ja? Und umso mehr man sich den Kuffar, umso mehr man nachahmt, desto mehr man von denen nimmt, sei es in Akhlaq und so weiter und so fort, dass man denen sehr ähnlich wird. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Deswegen rufen wir immer dazu, dass man seinen islamischen Persönlichkeit hat, im Äußerlichen und auch was die Eigenschaften angeht, dass man die islamischen Eigenschaften hat, dass man nicht den Heuchlern ähnelt und auch nicht den Kuffar ähnelt. Sei es in Charakterzüge, sei es in Kleidung und Aussehen oder sonstige Sachen. Da muss der Muslim inshallah seine Persönlichkeit beibehalten, die im Koran und Sunna gekommen ist.